Herzlich willkommen hier zur neuen Folge hier am Arsch. Wir werden jetzt die Kühe noch versorgen. Den Rest. Also gute. Ja, und gerade haben wir angefangen mit Füttern, ne? Mit Mischfutter. Und wir werden jetzt alles durchziehen. Die Ferkel sind umgezogen. Stall Nummer 2. Und die Sauen haben ihr neues Zuhause bekommen. Auf Schweine. Ja, Schweinehof kann man sagen, ne? Der Schweinestall, der jetzt hier ist, ist leer. Der wird demnächst mal verkauft. Sobald ich die Kühe versorgt habe. Bis dahin nicht vergessen habe. So, die Kühe haben jetzt genug Futter. Dann werden wir jetzt gleich mal zum nächsten Stall fahren. Zum Nachbarstall. Das sind ja Kälber. Die werden nicht so viel brauchen. Dann werden wir gleich mal Stroh holen. Stroh einmal für die Kühe und einmal für die Schweine. Und hier wird man gleich mal Wasser geben. Und die anderen kriegen auch gleich Wasser. Hier nehmen wir einiges rein. Gut, Futter auch noch nicht alles, das passt. Oder? Gut, reicht aus für 2 Tage. Macht man ja so normalerweise nicht, normalerweise für einen halben Tag. Dann gibt neu. Aber das ist hier wahrscheinlich nicht anders möglich. Also wäre zeitlich äußerst knapp und eng begrenzt. Das kann man da reinkippen, ne? Ja, ich muss noch einige Säcke räumen, sehe ich gerade so. Aber einen am anderen, ne? Stroh kriegen wir im Strohlager. Das ist da vorne gleich. Einmal haben wir Heu, einmal Stroh. Wir brauchen Stroh hier, sind kein Stroh drin mehr. Bei den Mengen Stroh, die wir haben, das ist besser, wir haben extra einen separaten Lager. Und wir haben jetzt das Gute bei neuerdings auch mit Lose rausbekommen. Ne? Und das ist praktisch in dem Sinne. Ne? Sonst wäre das ein bisschen, naja, schwierig, umständlich. Ne? Ist nicht ganz logisch, aber gut. Das ist schon logisch, ne? Aber mit dem kann ich leben. Man muss sich so vorstellen, dass irgendwo ein Gerät drin ist, der das Strohprinzip aus dem Ballen löst und dann entsprechend lose Trichter reinwirft. So. Wird es echt nicht geben. Da gibt es ja die Geräte für. Aber gut, das ist eine andere Geschichte, ne? Das ist dichter ran Mikrofon. So, das haben wir jetzt. Deckel runter, Deckel runter. Und gleich dann bei den großen Kühen. Bisschen rein, müsste ein bisschen reingehen. Kleinen Hänger ist auch noch Schweine vor drin. Mal sehen, ob man bei Gelegenheit den Tieren geben kann, ne, dass sie verarbeiten können. Den Rest schicken wir rüber zum Schweinestall, ne? Ja, war klar, dass ich viel brauche. Aber und so haben wir ja 2 Tage Ruhe. Meistens mache ich ja jeden Tag, damit man einen Tag Reserve hat, falls man doch mal was anderes machen muss. Ne? Oder gerade was sich geschafft hat. Eine Erntezeit meistens oder eine Aussaatzeit, wenn man das unbedingt fertig haben will, damit es gleich mit wachsen kann. Ne? Ist mir bisher mal gelungen, dass keine Wachstumsstufen reinkommen. Ne? So, jetzt ist Futter 1 und Stall 1 und 2. Ob ich eine Zahl einer Fruchtbomben reinmachen könnte, malmäßig? Ja, wahrscheinlich schwierig werden, weil es zu groß ist. Ne? Ja. Stroh.
Die müssen eigentlich viel reingehen normalerweise. Geht ja immer nach Tieren, ne? Nach der Anzahl, aber auch nach der Größe geht zwar auch. So, ist praktisch. Jetzt haben die Kühe versorgt und die Schweine auch. Nicht viel. So. Jetzt wäre hier nur eine kleine Halle nicht schlecht auf Dauer. Irgendwann wäre eine Halle ganz gut. So, das wäre erledigt. Das fahren wir wissen. Wir werden den Stall verkaufen. Ne, da. Garage. Juckt. Licht können wir bauen, wenn wir entsprechend später mal die können verkauft werden. Kalk brauche ich noch. Saatgut kann verkauft werden. Kalk brauchen wir noch. Verkauf Kalk. Haben wir zweimal? Ah ja, klar. Dünge. Verkaufen. Das haben wir noch im eigenen Lager und das müssen wir noch erbauen, die Fabrik. Aber einen nach dem anderen. So. Schweinestall. Kuh. Da muss ich jetzt überlegen, der weniger Wert hat, ne? Das gibt's nicht. Oh, Glück gehabt. Ich dachte schon, das würde. Ah, der Mistblatt liegen. Okay. Ich dachte schon, jetzt hast du einen Verkehrten verkauft. Und das wäre. Schlecht. In Anführungszeichen. Das wäre. Hier die eine von beiden Stellen verkauft. Oh, das wäre ungünstig. So den LKW brauchen wir, ne? Hopfen für. Und Pellets zum Beispiel, ne? Tja, das wäre was geworden. Da hätte ich mich aber geärgert, du. Egal welcher Stall denn gewesen wäre. Das sind etliche Tiere, ne? Ich meine. Den muss ja alle wieder hinbringen, ne? Irgendwo verkaufen, dann wieder hinfahren. Das ist ja ein Haufen Arbeit, ne? Geld ist jetzt andere Beine, aber Verluste hat, ne? Man nicht verkaufen kann. Aber. Haben wir hier wieder Platz, da können wir irgendwann einen Mist noch verkaufen. Wir bringen erstmal Hopfen zur Brauerei. Die brauchen hier was, ne? Dann können wir bald in Thüringen die Ernte starten. Und dann voll loslegen und hier schön Weizen. Gerste herbringen. Fangen wir den Weizen an. Dann kommt Gerste noch hinzu. Mit Mais haben wir hier keine Verwendung. Und werden wir auch vor Ort verkaufen in Thüringen, wenn wir Mais machen würden. Ja, Junge, ich will aufladen erst, ne? Hallo, wach werden. Wo hast du deine Gedanken? Wo hast du dein Hirn? Ja. Aber das ist nicht so tragisch. So, Stroh war alle, war klar. Ich brauche Hopfen. Da kriegen wir genau noch zwei Anhänger voll. Und dann ist Bierproduktion zu Ende. Leider. Dann können wir noch ein, zwei, vielleicht drei, vier Ladungen vielleicht verkaufen. Ne? Also. Im Groben, ne? Obwohl der Hopfanteil bei Bier eigentlich sehr, sehr klein ist normalerweise. Das ist nicht so groß. Das ist mehr das andere Spiel, Weizen, ne?
Und Gerste. Aber wie gesagt, ich stelle das her und dann das Malz. Und die machen kein extra Gerste. Das ist, glaube ich, erst Malz und dann wird es gebraut irgendwie. Topf zusammen. Das sind 4 Tage, ist das fertig. Riesige große Tanks. Da wurde extra eine Klimaanlage untergekühlt. Und wenn eine Tür auf war und ein bisschen warme Luft reinkommt, dann ging das gleich Alarm los, ne? Oder wenn jetzt, wir waren ja als Besuchergruppe da, vor ein Jahr, über ein Jahr, das Jahr wäre es gar nicht möglich gewesen. Die scheißen ja so Corona sich so ein. Jedenfalls, durch die Masse an Menschen kam ja auch Wärme rein ins Gebäude und das piepte gleich die Anlage. Da hatten sie extra einen Besucherraum gehabt, das extra mit großer Glasfront. Und da konnte man diese großen Braubehälter sehen, ne? Von oben, ne? Das nannte sich offene Gärverfahren, also kalte oder keine Ahnung wie das heißt. Aber ich bin ja kein Biertrinker, mir ist das wurscht, wie es gebraucht wird, ne? Also Bier braucht eigentlich kalte Temperaturen, sonst wird das nichts. Konnten ja nur früher im Winter brauen, ne? Opa hat mal erzählt, die haben im Winter, da hatten sie noch viel Schnee und Eis, ne? Im Teich haben sie im Prinzip mit der großen Säge, also mit der Handsäge, Eisblöcke rausgesägt. Und den haben sie dann in den Keller reingebracht bei der Wirtschaft hier, bei der Wirtsgasthaus, ne? Der hat einen großen Keller, da hat das Bier gelagert und das konnte er nur lange lagern, weil es da entsprechend kühl war. Die haben Eis richtig vollgepumpt mit Eis. Hat er so erzählt, da war eine Aktion. Da haben sie noch Gemeinschaftsarbeiten gemacht, ne? Gut, sie werden sicherlich gratis Bier gekriegt haben oder auch mal ein gratis Essen so vielleicht vom Wirt, ne? Das wird sicherlich drin gewesen sein. Das lässt sich ja keiner nehmen. Ja, und das war früher die Kühlmethode, ne? Ich habe da nicht gerade alles geflüchtet, das sehe ich gerade so. Ein bisschen Mais steht noch. Na gut, das macht nichts. Nicht so schlimm. Da kommt nächstes Jahr Hopfen rein. Dies Jahr. Im Frühjahr. Das passt. Richtig großes Feld, da können wir richtig schön gleich hierher fahren, ne? Und hier wird wieder einer was stehen lassen. So. Den fahren wir gleich zurück. Das geht ja nicht. Das ist ungünstig, ne? Stumpf vergessen. Der Holz machen, das ist auch noch vorgenommen. Der kleine Wald hier rechts muss noch weg. Das wusste nicht, aber kann, ne? Den Baum kriegt nicht. Warum? Fahren hat er gemeckert. Nicht deinen runden Boden. Na jedenfalls muss man den Wald kaufen wahrscheinlich. Wahrscheinlich. BGA muss ich auch noch im Gang bringen, ach je. Aber das machen wir nächste Aufnahmezeit, ne? Wir fahren mal den LKW zum Hof zurück mit Anhänger und so, ne? Stellen da mal ab. Reparaturbedürftig? Na, das geht noch. Da sind die schnell unterwegs. Ist aber auch sehr stabil in der Kurve, ne? Da wird der andere schon mal ausgebrochen, ne? Und das ein Gas geben können hier, ne? Ja, dann auch bald die ersten Schweine wieder zum Schlachthof bringen, ne? Die ersten 60. Wenn wir 60 voll kriegen, werden wir es auch machen. Vorher nicht. Da sind wir wieder. Hier, stellen wir mal kurz hin. Und dann machen wir ganz kurz. Scotty, beam mich rüber. Ja, hier die Ecken.
Aber bei Frost wird es nicht gehen, da wird er gleich meckern. Na, da muss ich noch rein, hopfen. Kann man gucken, wie viel Bier da ist, ne? Wie viel Bier da ist. So. So. Und das ist gut, dann kann man gleich zur gleichen Zeit erkennen, ne? Das macht er alleine. Malt so gut aus. Leerpaletten, auch gut. Daran wird es nicht scheitern. Wie hätten wir eine Ladung da? Gerste wird bald knapp. Hopfen haben wir 250.000. Das war schon wieder alle gewesen. Malz haben wir reichlich. Wasser geht noch. Aber das können wir bald wieder aktivieren mit Wasser, ne? Hier haben wir auch wieder Bier da. Weizen ist aber sehr gut noch. Hopfen. Hopfen, daran wird scheitern. Wir brauchen viel Hopfen. Ich weiß nicht genau, wie viel wir jetzt gekriegt haben, reingefahren haben. Ich glaube 3 oder 4 LKW-Ladungen. Je 150.000. Naja. Wie gesagt, das Feld 4 wollte ich Hopfen machen. Auf 6, glaube ich, oder 5. Und ein Feld wollte ich kaufen. Da waren, glaube ich, 5 wollte ich kaufen. Wollte ich. Da jetzt hier frostfrei ist, könnten wir eigentlich hier auch Stumpen machen, ne? Dann machen wir mal eine Folge Stumpen. Muss sein, nützt ist auch nichts, ne? Denn die wollen irgendwann früher wieder aufforsten, ne? Wieder 200 Bäume pflanzen. So. Die Brauerei ist versorgt. Dann seid mal gleich mal tschüss und winke winke. Ja, oder ohne winke winke, ne? Aber egal. Jetzt immer tschüss, ciao, ciao. Ja, schönen Dank fürs Reinschauen, seid mal schon, ne? Und ich wünsche euch einen schönen Resttag. Mittwoch. Tschüss.